So, Freunde, herzlich willkommen zum zweiten Tag hier auf der Cross-Strecke. Es ist wirklich unfassbar, wie schnell Elon das Ganze lernt. Ich stehe hier gerade eigentlich nur noch am Transporter, sag ihm mal ein bisschen, was er machen soll. Und er fährt da vorne allein seine Runden. Ich bin an dieser Stelle auch nochmal ganz herzlich bedanken für die ganzen wirklich schönen Kommentare unter dem letzten Video, wo wir hier das erste Mal waren. Ich fand das Video zwar selber auch sehr süß, aber dass es so gut ankommt, hätte ich dann doch nicht gedacht. Ja, im letzten Video haben wir hier eigentlich seine ersten Gehversuche auf dem Moped gehabt. Ich habe ihm so ein bisschen gezeigt, wie man anfährt, dass man erst Gas gibt, dann den Fuß hoch macht und so weiter. Und heute sind wir hier ein bisschen dabei, das Bremsen zu üben, ne? Dass er auch vernünftig anhalten kann. Und weil das auch schon so super gut funktioniert, sind wir jetzt sogar schon dabei, nach einer Stunde auf dem Bike irgendwie heute, dass er im Stehen fahren lernt. Das ist wirklich krass. Elon, stell dich nochmal hin. Also ich versuche mir jetzt noch ein bisschen zu erklären, dass er dann mit den Knien das Bike einklemmen muss und so weiter. Aber das ist alles fürs zweite Mal fahren. Absolut gestört, wie gut er das macht. Ich bin richtig stolz. Und er wird auch nicht müde, der Bengel, ne? Fährst du nochmal los und dann im Stehen? Seht ihr das, dass er den Fuß so nach vorne streckt? Wir haben gerade kurz jemand anders beim Fahren zugeguckt und jetzt streckt er von selber einfach den Fuß nach vorne in der Kurve. Ich habe ihm das nicht gesagt. Es ist so geisteskrank. Sehr gut. So, wir müssen uns jetzt hier ein bisschen beeilen, Freunde. Ich habe noch eine kleine Gnadenfrist vom Vermieter bekommen. Am 4.9., den Montag, müssen wir raus sein. Der Großteil der Autos und auch der Hallen ist schon leer, ist schon weg. Dieses Wochenende machen wir so ein bisschen den Rest. Und da möchte ich auch endlich mal die Chance nutzen, euch meinen neuen alten Porsche Cayenne Turbo vorzustellen. Den habe ich jetzt mal angemeldet und wird wahrscheinlich auch in der nächsten Zeit genutzt als Langstrecken-Daily. Ich bin ja viel längere Strecken in Deutschland unterwegs und dafür ist das Auto halt super, weil komfortabel, groß, schnell und eben relativ günstig und verbrauchsarm, in Anführungszeichen, wenn man es jetzt mal mit neueren Autos vergleicht, wie diesem Kollegen hier, der natürlich auch pro Kilometer noch deutlich an Wert verliert. Dieses Auto ist aus 2012, hat 350.000 gelaufen und trotz der Größe, des Gewichts, des Hubraums und der Leistung genügt er sich auf der Autobahn mit um die 10, 11 Liter Verbrauch. Das finde ich wirklich, wirklich bemerkenswert. Das Auto selber kennt ihr ja schon, habe ich auch schon mal ein eigenes Video dazu gemacht, muss ich also gar nicht mehr so viel zu sagen, halte ich mich kurz an dieser Stelle. 2012er Baujahr, 355.000 Kilometer bereits gelaufen und nach wie vor in super Zustand. Seit ich ihn das letzte Mal hatte, ist hier noch so ein kleiner Kratzer auf dem Seitenteil dazugekommen, der nicht sehr schön ist, weil er eben bis in die Grundierung reicht und hier auch die Tür noch mitgetroffen hat. Die sind hier auch 24/7 an dieser Halle arbeiten. Das ist komplett krass. Das komplette Ding haben die hochgezogen in gefühlt 3 Wochen. Naja, jedenfalls hatte ich das Auto ja ursprünglich getauscht gegen die alte Diesel G-Klasse damals, die ich jetzt auch schon wieder verkauft habe. Und dann habe ich den irgendwann auf Kleinanzeigen wieder gesehen und habe den erkannt. Und weil ich dem Auto eigentlich die ganze Zeit schon hinterher getrauert habe, weil es so ein tolles Auto für mich ist, habe ich den dann angeschrieben, den Verkäufer, habe gesagt, ey, willst du mir den nicht für einen schmalen Taler zurückverkaufen? Das hat er dann auch gemacht. Zwischenzeitlich sind die Bremsen vorne hinten komplett neu gekommen. Der hat komplett neue Allwetterreifen bekommen. Der hat neuen TÜV bekommen und einen Ölwechsel, bin ich der Meinung auch. Also eigentlich komplett durchgewartet. Und dann müsst ihr euch vorstellen, für unter 20.000 Euro ein Porsche Cayenne Turbo, neue Reifen, neue Bremsen, neuer TÜV. Es ist schon echt geil. Schauen wir mal hier rein, um euch auch mal zu zeigen, wie, also ich finde halt, sowohl von außen als auch von innen, ist das Auto top modern. Wenn da jetzt ein neues Porsche Lenkrad drin wäre, hier von dem Rest und so. Ich finde das super zeitlos, schönes Design. Gerade die Sitze, schaut euch die mal an. Der Fahrersitz, muss ich zwar sagen, der hat hier schon ein bisschen gelitten in der Zwischenzeit. Hier ist so ein kleiner Riss drin und auch hier ist ein kleiner Riss. Ich denke mal, da werde ich nochmal was machen lassen, weil sich das bei dem Auto wirklich lohnt. Aber generell auch von der Verarbeitung und alles ist das einfach richtig schön, ne? Also hier knarzt nichts, wenn du hier drauf rumdrückst. Der hat absolute Vollausstattung, schön Alcantara-Himmel hier. Ist für mich einfach echt ein tolles Auto. Weiter mit tollen Sachen geht es beim Sponsor des heutigen Videos, Freunde. Ganz kurz, für jeden nützlich, Fahrzeugschein.de. Deutschlands erster digitaler Fahrzeugschein. So sieht das Ganze aus. Einfach die Website aufrufen, dann seid ihr hier, könnt euch anmelden und einfach ganz schnell per Scan den Fahrzeugschein hochladen. Einfach ein Foto machen, benutzen und digitalisieren. Und zack, habt ihr hier alle Daten aus dem Fahrzeugschein bei euch auf dem Bildschirm. Ich packe euch das hier mal neben meinen Kopf, damit man das besser sieht. Also
alles, was da im Fahrzeugschein drin steht an nützlichen Informationen, ist hier auf den ersten Blick erkennbar, aber noch mehr. Wir haben hier direkt auf den ersten Blick auch die Maße, Länge, Höhe, Breite, Achsen, Reifen des Autos ersichtlich. Wir können hier über die Restwertfunktion zum Beispiel den Restwert berechnen, indem wir hier die Dings auswählen und Kilometer eintragen. Ja, gut, dafür würde ich ihn jetzt nicht verkaufen, aber man hat zum Glück auch die Option über diese Schnittstelle hier zu CarSale24, drückst du darauf und dann kannst du deinen Wunschpreis mit aufgeben und dann wird das Auto direkt von dem Händler vor dir, vor der Tür abgeholt. Ist eigentlich eine super praktische Sache. Hier kann man noch Fahrzeugbilder hochladen, sonstige Dokumente, zum Beispiel Rechnungen etc., damit man einfach einen kompletten Überblick über alles, was ein Fahrzeug hat, hier in dieser App hat. Hier siehst du noch Anfälligkeiten des Fahrzeugs, was über den Lebenszyklus bei speziell deinem Auto gerne mal anfallen kann. Kannst direkt über eine Schnittstelle zu Check24 hier einen Versicherungsvergleich machen. Alle Daten werden automatisch rübergespielt. Ich persönlich nutze die App wirklich seit ein paar Monaten auch, weil ich einfach 8 Autos gerade angemeldet habe und da allein schon einen Überblick bekommen wir zum Beispiel, wenn der TÜV abläuft. Das hast du hier und dann hast du auch eine Benachrichtigungsfunktion, dass du wirklich benachrichtigt wirst, bei welchem Auto wann der TÜV abläuft, dass du nicht in die Situation gerätst, dass du zum Beispiel 8 Monate lang den TÜV abgelaufen hast und dann dafür einen Punkt kassierst. Die ganzen Daten sind sicher auf der App gespeichert und sind auch nur dir zugänglich. Das Ganze 100% datenschutzkonform und nur wenn du hier auf diesen QR-Code klickst beziehungsweise auf den Share-Button, worüber du den Link bekommst, wo du auch nochmal einstellen kannst, was genau du mit demjenigen teilen möchtest, zack, Link kopiert, kannst du die Daten eben auch, wenn du willst, an jemand anders teilen. Für die Zukunft sind bei Fahrzeugschein.de noch viele weitere Funktionen für die App geplant und wenn du jetzt einer der Ersten sein willst und das Ganze kostenlos testen willst, dann einfach über den Link in meiner Videobeschreibung anmelden, das Ganze mal ausprobieren. Ich kann es euch wirklich nur weiterempfehlen. Vielen Dank an Fahrzeugschein.de für Sponsoren des Videos und wir springen jetzt vom Cayenne Turbo zum E-Fahrrad, Freunde. Es ist ja unfassbar hier. Mein Fahrrad XXL. Nein, Spaß. Ich habe hier für Pia ein Fahrrad bestellt, weil die sich eins gewünscht hatte. Wir ziehen jetzt ja, wie gesagt, eher nach Hamburg rein wieder. Und da hat sie nicht mehr so einen langen Arbeitsweg und hat gesagt, ja, so ein E-Fahrrad wäre ja schon ganz cool und hat mir dann irgend so eine Schrottbikes geschickt. Natürlich auch bescheiden ist die gute, da habe ich gesagt, komm, der letzte Hagen sich nicht lumpen. Und damit beschäftige ich mich jetzt hier auch noch, die Karre zusammenzubauen. Und wir haben hier Besuch. Einmal mit Profis arbeiten, ne? Der gute Steven ist hier am Start. Die Leute kennen dich von Marco schon, ne? Bei Marco hat er sich schon mal ins Video geschlichen, hat sein, was war das? El Camino da verkauft und die Karre hier ist ja abgeraucht bzw. einfach nicht mehr angesprungen und du hast nicht zu doll filmen, das ist maximal polnisch, ey. Wieso? Wo hast du das? Zeig mal, was du gemacht hast hier. Das ist doch wunderschön hier, oder nicht? Alter, was ist das denn? Na, jedenfalls hat sich herausgestellt, dass der Kippschalter kaputt war. Den haben wir jetzt einmal überbrückt, damit, weil ich die Karre ja auch in die neue Halle bringen muss irgendwie, ne? Und das wäre blöd, wenn sie nicht läuft, weil ich habe hier schon genug Autos, die getrailert werden müssen. Also zur Erklärung, ich wollte jetzt die Möglichkeit lassen, dass Hagen den Schalter einfach wieder einbauen kann. Und deswegen habe ich halt einfach die beiden Pole miteinander verschraubt und habe jetzt halt das rumgewickelt, damit das nicht irgendwie auf Masse kommt. Weil dann raucht der definitiv komplett ab. Den bestelle ich jetzt nochmal neu. Und dann passt das alles wieder. Radio geht auch wieder. Weiter geht's an unserem wunderschönen Corsa A Stufenheck Neuaufbau. Neu lackiert, komplette Technik neu im Auto. Jetzt soll er fertiggestellt werden und geht dafür heute zum Giuliano in die Werkstatt. Wird auch ungefähr so in einer Stunde abgeholt. Wir haben nur noch das Problem, dass hier der Windschutzscheibenausschnitt nicht mit Glas bestückt ist. Das heißt, ich werde den jetzt hier irgendwie noch versuchen dicht zu bekommen. Für das Auto habe ich hier hinten noch original Irmscher-Felgen mir besorgt und neu Pulver beschichtet. 6x15 Zoll müsste das sein. Original Irmscher Kreuzspeichenfelgen. Nabendeckel müssten hier auch noch irgendwo rumliegen. Und 4 neue Reifen. Die müssen noch mit ins Auto. Außerdem habe ich noch ein 60-40er Fahrwerk von KAW, glaube ich. Damit das Ganze dann auch hartzulassungstauglich ist, schmeiße ich jetzt alles mal ins Auto rein da. Und dann mache ich die Scheibe dicht. Meinst du, das hält hier mit so einer Frischhaltefolie? Definitiv nicht. Andererseits, Vollabnahme braucht er auch so oder so. An dem Motor müsste bestimmt auch noch mal ein bisschen was gemacht werden, bevor der richtig läuft. Da soll Giuliano mir einfach mal 2 Angebote machen.
habe ich nämlich der guten alten Pia mal ein neues Fahrrad besorgt. Soll irgendwie was können, das Ding. Ich weiß noch nicht, wie man es anmacht. Meinst du, der geht von selber an irgendwie? Nein. Ne? Nee. Hier oben ist der Anknopf. Da gedrückt halten. Ah, jetzt ist er schon an. Ja, willst du mal halten? Ich gebe es gleich mal los hier. Ganz gibt der selber Gas? An sich ja. Nee, ich muss da reintreten, ist ja scheiße. Ja, das natürlich. Ein E-Fahrrad. Ah, jetzt. Hast du den Turbo gesehen? Ich dachte am Anfang, der muss hier ganz normal treten. Ist ja fake, das Ding. Ah, jetzt hat den Motor aktiviert, warte. Guck mal. Okay, das ist komplett krass. Ist mal so ein Ding gefahren? Ja. Ja? Willst du mal? Ach, alles gut. Pia meinte, sie will eins, wo man hier so einigermaßen gut außen einstellen kann. Ja, aber ich wollte keins, wo der Gans fehlt, weißt du? Es gab noch eins ohne Gans, ohne diese Strebe. Das muss ja ein bisschen auch die Firma repräsentieren, ne? So ein ganz... Aber ich find's gut. Mal gucken, ob sie sich freut. Wann machen wir Tuning? 50 km/h? Ja, man kann die... also ab 25 km/h schaltet irgendwie der Motor aus. Man kann da irgendwie so einen Ring zwischensetzen, dass er... Aber machen wir natürlich nicht. So, jetzt habe ich noch eine Idee, Freunde. Ganz, ganz wilde Lost-Step-Aktion wieder. Wir haben ja hier über die letzten Wochen eigentlich alles rausgeräumt, was in Zukunft noch so gebraucht wird. Und alles, was hier rumliegt, soll eigentlich nicht mit in die neue Halle. Das Problem ist, es ist sehr vieles dabei, was wirklich zu schade ist, um das wegzuschmeißen. Und da habe ich mir was überlegt, Freunde. Wir veranstalten morgen am Sonntag, das Wetter soll gut werden, einen kleinen Hausflohmarkt in der alten Lost-Step-Halle hier in Quickborn. Also wer vorbeikommen will, ich muss mir jetzt noch kurz eine Uhrzeit ausdenken. Ich sag mal 10 bis 13 Uhr. 10 bis 13 Uhr, wer zuerst kommt, mal zuerst. Machen wir einen kleinen Hausflohmarkt hier in Quickborn, Max-Weber-Straße 7. Kommt gerne vorbei. Unter anderem sind hier noch die letzten Reste von den Value-Sachen. Das Problem dabei ist, dass die keinen Barcode haben. Wir verschicken jetzt ja aktuell von einem Fulfillment aus und die haben ein Warenwirtschaftssystem logischerweise, wo sie alles scannen müssen. Und die Sachen, die jetzt halt auch zum Großteil nur irgendwelche Einzelteile sind. Das heißt, wir haben pro SKU, wo dann jeweils ein eigener ERN-Code erstellen werden muss, ein eigener Lagerplatz eingerichtet werden muss und so weiter, immer nur ein, zwei, drei Artikel. Und das lohnt sich nicht, hier einzulagern. Ich sag's euch ganz ehrlich, jede andere Kleidungshersteller oder Händler hätte die weggeschmissen. Es läuft leider so in der Realität, es wird wahrscheinlich keiner zugeben. Ich kann es nicht mit mir vereinbaren, die Sachen einfach wegzuschmeißen. Insofern gibt es morgen irgendwie wirklich geisteskranke Preise. Ich werde es jetzt nicht im Internet sagen, aber irgendwie 3-für-1-Aktion oder so. Wir werden das Ganze hier ganz billig weggeben, sodass sicherlich auch jedes Teil seinen neuen Besitzer finden wird. Also wenn ihr morgen da seid, wie gesagt, früh sein, dann könnt ihr wirklich absolute Schnäppchen noch machen. Ich habe hier außerdem noch ein paar Radsätze liegen. Original AMG 19 Zoll. Original AMG 19 Zoll, ich meine, ob das ein Styling 4, zweiteilig, von einem S65 AMG, von einem AMG GT hier, vorne hinten 19 Zoll Magnesiumfelgen, breite Kotflügel W463 G-Klasse vom G55 AMG, Brabus, zweiteilige Felgen, 18 Zoll für eine G-Klasse. Die Felgen habe ich hier noch rumfliegen. Falls jemand ein paar Kartons zum Verpacken haben will, habe ich hier auch noch fast eine ganze Palette. Das müssen so um die 300 Stück sein. Da habe ich noch Testfelgen von meinen Felgen. Falls jemand sich einen Tisch bauen will oder ähnliches, also bitte nicht auf der Straße fahren. Die sind, darf ich das überhaupt? Oh, das ist wieder so eine Sache, ne? Aber ich will sowas halt nicht wegschmeißen. Also das sind... Da kann man noch was draus basteln oder so, also wie gesagt ein Tisch. Kann auch sein, dass ich einfach Messi bin, keine Ahnung, Freunde. Ja, KTM, EXC haben wir noch ein paar Crossräder hier, 126er haben wir noch ein paar Reifen, verschiedene Autoteile, ich glaube, das ist noch ein Opel Calibra Fahrwerk hier. Getränke, also es gibt hier morgen kostenlose Getränke, Freunde, da ist wirklich selber schuld, wer hier nicht auftaucht. Also ich werde hier draußen auf dem Hof morgen alles schön aufbauen mit Pia zusammen und dann machen wir so ein schönes Fest. Hier habe ich noch einen Satz 20 Zoll Räder, die waren damals auf dem Maybach drauf. Dann habe ich hier noch meine Ami-Felgen, die auf dem Impala waren. Da muss alles weg, Freunde, brauche ich alles nicht mehr. Deswegen, das wird hier morgen schön alles aufgebaut. Und was dann morgen nicht weg ist, das kann ich immer noch entscheiden, ob ich das dann nochmal zum Sperrmüll fahre. Ich bin mal gespannt, vielleicht gibt es von der Aktion auch noch ein Video. Euch danke ich jetzt erstmal fürs Anschauen dieses Videos. Sag bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.